Herr Nussbaumer, politisch, was kann Politik machen, für wahrscheinlicher zu machen, dass in der Schweiz bald Tiefengeothermie einen Beitrag zur Energiewende leistet? Ja, es gibt eigentlich drei Sachen, wo die Politik tätig ist. Einerseits in der Forschung. Forschungsprojekte, Pilotprojekte unterstützen, das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist staatliche Bürgschaft geben für solche tiefe Geothermiebohrungen. Und das dritte ist nachher, wenn man die Investition tätigt, Rahmenbedingungen schaffen, dass die Investition sich auch lohnt und dass die den Pioniertat gemacht haben, auch belohnt werden. Was unternehmen Sie persönlich als Politiker jetzt, als Energiepolitiker? Ich bleibe als Politiker so ausgerichtet, dass alle Rahmenbedingungen für erneuerbare Energieinvestitionen stimmen. Das ist meine Hauptmotivation und darum habe ich jetzt die drei Sachen auch erwähnt. Ich glaube, das sind drei wichtige Elemente für die Geothermie, gilt aber auch für die anderen erneuerbaren Energien. Gute Rahmenbedingungen, dass die Investition in erneuerbare Energien sich lohnt.